Extrem viele Leute fanden den weißen Golf 2 von Marius interessant. Deswegen habe ich mir überlegt, wir machen heute mal ein Video zu dem Golf 2. Das ist Marius. Hallo. Hättest du dir damals gedacht, dass das Auto irgendwann mal so schnell und so viel Leistung und so weiter bekommt, nee, wie er jetzt hat? Nee, hätte ich nie. Hätte ich nie gedacht. Wäre, glaube ich, auch nicht passiert, wenn ich dich nicht kennengelernt hätte. Somit kann man schon sagen, dass dieses Auto 690 besser. Zufrieden? Ja. Definitiv. 948 PS mit zarten 1000 Newtonmeter auf das 02A-Getriebe. Ja, das wird's geil. Marius. Ja. Es tut sich auf jeden Fall was. Das waren jetzt immerhin schon mal 956. Wir haben uns auf jeden Fall gegenseitig angesteckt mit diesem Leichtbauwahn und haben dann so mehr oder weniger so ein Wettrüsten rausgemacht, was man so alles findet, was man leichter machen kann. Mittlerweile ist das Auto extrem leicht. Somit sind wir bei 922 Kilogramm. Das wird jetzt das Einführungsvideo in den Umbau von Marius Golf. Natürlich konnte es lange so nicht bleiben, weil es soll ja nicht langweilig werden im Winter, ne? Das heißt, leider muss auch dieses Auto jetzt einmal geschwält und ins Bad rein. Ne? Ich kenne jemanden, der gute Laune haben wird auf dem Rückweg, aber sehr, sehr gute Laune. 176. Wow. Wow. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es geht weiter mit Marius Golf und es ist tatsächlich Farbe drauf. Ja. Klapper. Klappert nix, ist alles dicht. Sag mal, wie sieht's denn eigentlich morgen bei dir auf dem Prüfstand aus, Chris? Verpiss dich. Morgen ist Familie, Alter. Ich war die ganzen letzten Tage weg. Die Alte springt mir aufs Dach. Wenn wir noch ein bisschen machen, kann ich immer ein Brötchen mitbringen. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute der Tag der Abrechnung. Der schlimmste Tag eigentlich bisher. Mal gucken, ob sich jahrelanges akribisches Gewichts-Hin- und Herrechnerei gelohnt hat, weil wir werden heute das Auto wiegen. Ja, akribisch war es vielleicht noch nicht, aber schon motiviert, nenne ich es mal so. Das war nicht, ja, also Titanschrauben haben wir ja noch nicht drin und so und selbstgebaute Achsen, aber ja, alles, was nicht nötig war, ist auch nicht wieder reingekommen und Bleche raus. Ich bin gespannt, ja. Also ich fand das schon ziemlich akribisch. Ja, aber Titanschrauben wären bestimmt nochmal 3-4 Kilo Potenzial an dem Auto. Ja, 3-4 Kilo vielleicht nicht. Genau, jetzt kommt ja auch dazu, überleg mal, das Auto hat ja schon nicht mehr so viel Schrauben. Ja. Bei der alten Limo war es ja so, das war ja eine ganze Kiste voll mit Schrauben. Ich baue mal jetzt gar nicht eine ganze Kiste mit Schrauben drin in dem Auto. Ne? Und man hätte den Käfig natürlich mit dem Gewichtsaspekt leichter bauen können, aber das wollte Markus ja auch nicht zurecht. Ich hätte mir jetzt zum Beispiel eine Grundstrebe vom Beifahrersitz sparen können und sowas, weißt du? Ja, klar, aber dafür hast du jetzt halt auch eine Strebe genau, im Dach. Genau. Deswegen. Also da hat sich auf jeden Fall meine Einstellung in den letzten 2-3 Jahren geändert. Da war ich definitiv auch immer so, ach, Käfig gar nicht notwendig und so weiter.
für das, was wir machen, mit dem halbe Meile geradeaus fahren, ob es da notwendig ist oder nicht, ist eine andere Sache, weil da ist einfach nichts im Weg, wo man mal gegenknallen könnte. Aber gerade für diesen Rennstreckenaspekt fühlt man sich schon deutlich. Ja, ich fand es jetzt auch sinnvoller. Und es geht dann halt manchmal leider doch schneller, als man denkt halt. Ne? Ja, mein größter Respekt ist halt, also zwei größte Ängste sind eigentlich Feuer und Überschlag halt, ne? Weil das leichte Auto wird sich meiner Meinung nach sofort überschlagen. Und dann macht das schon Sinn, dass über dem Kopf da noch irgendwie, weil das Dach hält genau gar nichts, das kannst du dir ja. Schauen wir mal. Ja, okay, Auto ist soweit zusammen, ist befüllt, läuft, ist eigentlich soweit ready, bis auf zwei Türen und die Haube. Genau, wir haben die falschen Räder drauf, aber da die ziemlich leicht sind, die wiegt da 5,2 eine oder so. Der Toyo ist vielleicht ein bisschen schwerer als der Slick, aber ja, es ist... 5 Kilo? Ja, 5 paar Zerdrückte. Wieso sind die eigentlich am Arbeit noch nicht drauf? nee, da hat MB dann auf jeden Fall mit dem Magnesiumrad hier einen rausgeordnet. Ja, Titanradschrauben sind drin. Also da ist jetzt nicht mehr viel Potenzial. Ne? Genau. Was letzte Gewicht waren? 9,36 Race Ready. Mit nicht dieser Lippe. Die wiegt ja bestimmt alleine 2-3 Kilo mit dem Aluschild da vorne. Wobei mit dem Aluschild könnte es sogar eher 5-6 Kilo sein. Aber 9,36 ist die letzte Zahl, die ich im Kopf habe und die werde ich auch nie vergessen. Wie den Geburtstag meiner Kinder. Damals allerdings, ja okay, da war halt auch schon ein Käfig drin, das war ja auch ein Stahlkäfig. Genau, da hatten wir glaube ich 35 Kilo oder so hatten wir den gewogen oder 40. Der sind wir jetzt irgendwie auf Richtung 50 gekommen, glaube ich. Also der ist schwerer geworden natürlich. Was wäre für dich eine Zahl? Die cool? Ich habe zwei Zahlen. Und die eine ist 1000 PS am Rad und die andere ist unter 900 Kilo eigentlich. also ich. Klar. Du hast zwei andere Zahlen? Schockt mich jetzt beides nicht zumindest, so, nein, dass ich dir darauf verlasse. Ich habe immer gesagt, es wäre mal geil, ein Auto zu haben, was 1:1 hat. Das hatten wir ja zum Schluss dann eigentlich mit 9,36 und 9,50 war es dann ja 1:1. Aber unter 900 oder 900 wäre geil. Also 9,50 wäre ein bisschen ungeil. Also, als allererstes kommen die beiden Türen hier noch dazu. Die müssen wir jetzt als erstes mal wiegen. Darf ich die hier so draufstellen oder soll ich was drunter legen? Ja, leg mal was drunter hier. Irgendwie hast du irgendwie Lappen. Alter, jetzt mit Tür. Ja, wenn dann schon. Ich meine, klar, die sollen irgendwann nochmal aus Carbon, da träume ich von. Aber sind sie halt noch nicht. Die wiegen somit halt leider fast 16 Kilo. Krass. Und da ist schon eine Makrolonscheibe drin. Und da fehlt streng genommen noch die Schachtleiste hier. Die wird nochmal 300, 400 Gramm haben. Also die Türen werden 16 Kilo wiegen. Krass. Türen 16. Ich vermute mal, dass die, wenn ich die Tür so sehe, ja okay, jetzt ist natürlich auf der Innenseite hier auch schon wieder eine schöne Alcantara-Pappe drin. Ein Millimeter Alu mit Alcantara, ja. Also das werden aber 3 Kilo sein wahrscheinlich. Meinst du so viel? Ja, ich hätte schon gesagt. Okay. Weil das ist ja ein halber Quadratmeter. Was geht? Also ein Millimeter, sagst du, ist das? Also das würde ich tippen, ist ein halber Quadratmeter, vielleicht ein Tucken mehr, ein Quadratmeter, ein Millimeter, 3 Kilo. Also bist du bei 1,5 plus Alcantara, dies, das hier, das sind so. Ein bisschen Sprühkleber. Ja. Also haben wir 17 Kilo, die. Ja, 16. 16. Mal 2. Ja. So. Tippst du irgendwas oder schreiben wir es irgendwo hin? Nö, das kannst du dir merken. Ja. Gottes Willen. Nicht mal Handy nochmal mal nach Hause. Ja, Motorhaube ist ja dann die Frage. Genau, Haube. Ich muss euch mal raushauen hier. Da hat frisch über den Baltic eingeflogen. Genau, hat Artyom ja tatsächlich endlich mal eine Golf 2 Haube gebaut. Die müssen wir einmal zeigen. Hier. Das ist echt mal wieder der Wahnsinn. OEM Plus, da hattest du ja... Genau, ich hatte ihm eine Form vorgegeben. Also aus Fertigungsgründen haben wir es jetzt so gemacht, dass die Schlitze, die ja eigentlich nur dafür da sind, damit die Lüftung ansaugen kann, haben wir zugemacht, weil es für den Rennwagen uninteressant ist. Es war für ihn dann leichter zu fertigen. Mhm. Und ich bin trotzdem wieder fasziniert, wie stabil die geworden ist. Ja. Weil die ist echt stabiler als eine Blechraube, definitiv. Ne? Und unfassbar leicht. Ich bin mal gespannt, was die jetzt... Also ich sag mal so, eine Tür wird auf jeden Fall ähnlich wie die Haube wiegen. 4,6. Wo ist denn Nico? Ja. Okay, aber das ist jetzt verhältnismäßig für Carbon-Teile auf jeden Fall schwer. Also Artyom hat gesagt, er hätte die auch mit 3 Kilo bauen können. Mhm. Jetzt muss man noch zur Verteidigung dazu sagen, es sind keine Scharniere notwendig zusätzlich. Also die Tür hält mit dem originalen Fanghaken. Ja. Du brauchst links, rechts keine zusätzlichen Haken hinmachen, sonst hätte man natürlich noch ein paar Lagen innen außen fahren können. Ich leider schon, weil ich ja bei mir da alles so weg optimieren habe. Vektororgelt habe. Verschlüsse. Aber theoretisch würde sie in der Serie so halten. Ja. Und das wird natürlich auch noch ein Traum hier mit dem Kronenbohrer durchzugehen. Ja, das habe ich erstmal beiseite gestellt. Wegen dem dezenten Endrohr, was herausguckt. Okay. Okay, wir werden mal Spaß haben, einmal die. Was hat man gerade gesagt? 5 Kilo, ne? Ja. Und.
schlanke 12,5. Ach krass. 12,5. Ich meine, allerdings mit den Verschlüssen, die du gerade meintest, lass die 200-300 Gramm. Ja, nehmen. Aber dafür hier auch schon wieder mit Loch und so, ne? Plus, guck mal, du hast eben das ganze Blech rausgeschnitten, ne? Ja, die ist schon optimiert. Original ist ja hier ein Blechkreuz drin, was schon raus ist. Also 7-8 Kilo holt man schon mit der Haube. Jetzt kann man noch jetzt ist auf der noch keine Farbe, lass noch mal ein halbes Kilo Farbe drauf gehen oder so, aber trotzdem, ja. Hier sieht man nochmal die Schlitze. Genau. Da hat Artyom halt gesagt, das zu fertigen wird halt der Endgegner, wäre machbar gewesen, aber bei den meisten ist es ja eh so, dass man sich eher darüber aufregt, dass das Wasser beim Waschen reinläuft. Deswegen hat Artyom da gesagt. Er fing an mit einem Ausschnitt und einem Gitter rein, das fand ich aber hässlich. Dann habe ich lieber gesagt, lass uns das ganz zumachen. Das ist so eBay-Tuning-mäßig. Ja. Zeiten sind vielleicht eventuell vorbei. Okay, ich fasse zusammen 16, 16, 32, 5, 37 Kilo die neue. Okay, so, dann haben wir da. Sprit unten. Ist drin, Öl ist drin, Wasser ist drin, genau. Flüssigkeiten sind drin, Batterie ist drin, Elektrik ist drin, ist alles drin. Das Einzige, was noch fehlt, sind zwei Wellen, also wirklich die Welle an sich. Die baut gerade ADT, da kommen wir im nächsten Video wahrscheinlich nochmal drauf, weil das will ich mir irgendwie mal angucken, wie man die Wellen baut. Die beiden Innengelenke, die da liegen, aber die können wir einfach mit auf die Wagen legen. Ja, die liegen wir einfach mit drauf. Außengelenke sind drin, damit der rollbar ist. Genau. Also sonst wüsste ich nicht, was noch fehlt. Außer mich selber natürlich, aber das haben wir ja nie gewogen. Wir haben hier von Alex extra so einen vergoldeten Maulschlüssel. Kann ich die ruhig beide auf eine Seite legen? Oder? Ja, leg die ruhig drauf da. Angst, dass ich noch was vergessen habe. Was schätzt du denn? Ja, ich hoffe, schätzen nicht. Nein, ich weiß ja, wie viele Bleche ich so ausgebohrt habe, Sitzkonsolen raus. Jetzt kommen wir langsam zu der akribischen Arbeit, was ja. Alles raus ist. Alles, was an Auspuff hält, dann Produktionsführung für irgendwelche Skits in der Fertigung und so, das ist alles weg am Unterboden. Aber ich weiß auch, wie viel Farbe und Zinn und Spachtel und so wieder aufgegangen ist. Jetzt sag eine Zahl, halt. Keine Ahnung, 8, 98 oder so. 811. Alter! 811 plus ach so, 37 ja, okay. Kilo. Ja. Sind wir aber sogar noch unter 850. Das heißt, um genau zu sein, sind wir bei 848 Kilo. Plus zwei Antriebswellen. Plus zwei Antriebswellen heißt fahrfertig 855 Kilo. Würde ich jetzt mal so Pi mal Daumen sagen. Krass. Bist du sicher? Ja. Aber irgendwas fehlt ein Rad drauf. Doch, doch. Okay, krass. Dann also klar, Radlast ist jetzt natürlich sein Vater hier, so wie das Ding steht, aber da ist halt auch noch eine Seite gestellt. Ja, das ist nur so hingedreht, dass die Messe gut aussah. Nee. Nochmal zum Nachrechnen. 811 plus 37 sind 848. Plus zwei Wellen. Plus zwei Wellen. Gelenke liegen drauf. Eine Welle hat 3 Kilo vielleicht, eine ist länger, eine kürzer. Sind wir bei 8,55. Mit Blechtüren. Betriebsbereit. Mit Blechtüren und Carbonhaube hast du jetzt gerechnet, ja. Ne? Okay. Das heißt tatsächlich. Achso, warte, jetzt haben wir noch. Trotz des Mehrkäfigs bist du immer noch in Summe jetzt 80 Kilo leichter. Und wir haben vorne schon das Schild dran, hinten Diffusor, in der Mitte kommt noch ein bisschen was drunter, aber. Bisschen Alu-Unterboden noch? Auf jeden Fall weit unter 900 dann. Kräftig. 850 Kilo. Dann haben wir doch ein paar Bleche da rausgezogen aus dem Ding. Jetzt waren ja alleine. Carbon-Kotflügel jetzt ja dran und so weiter. Ne? Und beim Endlacken. Carbon-Dach. Was da so runterging und so weiter. Ne? Ja. Aber 855 Boah, Kilo Race Ready, also viel leichter, glaube ich, kann man es dann auch bald nicht mehr. Ja, wir könnten noch bauen. Zwei Achsen bauen. Ne, der, also Hinterachse träume ich ja immer noch von. Die wird aber nicht leichter werden. Ah, schade. also sowohl bei Servolenkung haben wir ausgebaut, ne? Also weil, wir haben ja schon ein bisschen was jetzt. Weil gemacht. Egal, was wir zum Beispiel an dem unteren Querlenker machen, der wird schwerer werden. Weil dieses gepresste Blechding ist definitiv. Ja, dann lassen wir es lieber wissen. So, die Hinterachse, das Schwere an der Hinterachse ist ja eigentlich mehr Bremsscheibe, Bremssattel und sowas. Ne? Ja. Den eigentlichen Achskörper mit Querlenkern bauen, da glaube ich nicht, dass es leichter wird. Also ich wüsste nicht, wie man das leichter bauen will als diese. Nein, lassen wir es lieber. So, wo halt eher noch was geht, Bremse. Ja. Bremse ist für das Auto dann halt eigentlich immer noch zu groß. Ne? Die könnte man kleiner machen. Da würde sie ja so eine unbelüftete Scheibe reichen. Noch kleinerer Sattel, kleinere Belege. Ja, man könnte natürlich jetzt noch geiler wie beim Abarth irgendwie, aber das gönne ich mir nächstes Jahr machen. Nee, aber ich muss auch sagen, 855 Kilo ist mega. Ein absolutes Vollbrett. Dafür das halt schon. Öl, Wasser, Getriebeöl. Ich wüsste jetzt echt. Also ehrlich, nicht was fehlt. So. Und nicht eine Titanschraube, also hinten bei dem Carbon-Ding. Aber sonst kostet mega, Alter. Mit Befüllung. Oh nein. Ich wüsste nicht, was fehlt. Catchtank drin, Sprittank, alles, Betankung.
Alles ready. Ja. Ready to race. Und jetzt kommt ja auch noch dazu, also ich bin trotzdem der Meinung, dass die anderen Räder deutlich leichter sind. Ne? Das müssen wir jetzt hier die einfach Felge an sich vielleicht nicht, die wiegt glaube ich auch 5 Kilo. Genau. Aber der Slick, der wird natürlich deutlich leichter als der Toyo. Also der Slick wiegt gar nichts, plus hinten ist der Reifen schmaler. Das heißt, ich sage, in Summe werden das 10 Kilo sein. Bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Brutal. Aber ja, aber doch ein bisschen Respekt jetzt, Alter. Also ich sage am Ende, egal wie wo was kommt, 850 Kilo. Also 900 mit mir. Und wenn man jetzt 1000 mit dir. Wenn man jetzt überlegt, andere Autos, die da so fahren, oder als Beispiel, überleg mal jetzt, wie schwer im Verhältnis aber dazu ist. Ne? Da habe ich zwar keinen Satz. 930 okay. Liegt der ungefähr. Ne? So, 930, da ist auch in Anführungsstrichen alles Carbon, Makrolon und so weiter. Kleines Getriebe, wobei ich jetzt auch kleines Getriebe. Viel kleiner als der 1,4er kann ja bald so ein Motor schon nicht mehr sein. Hier ist ein fetter Sechszylinder drin. Ne? Ja. Klar, ist halt noch ein bisschen mehr Zeugs dran wie ABS und so weiter. Ne? Aber deswegen, also das ist wirklich richtig. Aber krass, das würde bedeuten, dass man 900 Kilo mit Allrad schaffen könnte, ne? Wobei, das wird eng. Das wird nichts. Da wird die Hinterachse dann ja definitiv ein Tucken schwerer oder ähnlich. Aber 29, 39. Zwei Antriebswellen, Diff, Kardanwelle. Wenn man es wirklich leicht baut, 40 Kilo. Ja, doch. Doch. Ja, glaube schon. Was wiegt die Kardanwelle, die du jetzt da hast bauen lassen? 6 Kilo oder so. Und original? 7 Kilo. Die ist ja hier länger leider. Die ist ja hier länger, ne? Weil du ja. Radstand kürzer mal. Nein, nein, aber so, das eigentliche Carbonrohr wiegt ja nichts. So, ne? Also, das wird schon. Das ist schon machbar. Ja gut, anderes Getriebe, schwerer Winkeltrieb, das wird dann eher wieder. Aber mega, wollen wir ja erstmal nicht. Von daher ist das geil, so wie es ist. Okay. Okay. Richtig geil. Ja. Mega. Kurzes, knappes Video. Wir wollten euch einfach nach diesem jahrelangen Aufbau dieses Golfes einfach nur kurz informieren, was das Ding jetzt wiegt. Wir 2,5, ja. Wir haben 2,5 Jahre. Aber ist halt auch krass, wie schnell 2,5 Jahre verfliegen. Ja, gut, 2 Jahre hatten wir gefühlt Corona, ich weiß nicht, wie lange es ging, aber so, weil 2 Jahre nicht. Es war ja wirklich so Schnipp und 2,5 Jahre waren um, ne? Ja. Aber hat sich gelohnt, weil unabhängig von dem Gewicht sieht das Ding einfach nur Affentitten geil aus. Ja, ich bin übelst happy. Hat man jetzt gerade auch wieder auf der Messe gesehen, wie die Leute in jede Ecke gucken, weil es gibt ja wirklich keine Stelle an dem Golf, die man verstecken müsste. Als Besitzer kennst du immer 2, 3. Ja, aber ist schon auf einem echt. Nein, ist schon für ein Rennauto, denke ich, leicht übertrieben. Genau, ist auf einem echt guten Level. Ne? Ja. Und ich glaube schon, dass es nach wie vor immer so ist, je leichter ein Auto, je schneller ist es. Definitiv. Und ich bin auch der Meinung, die 80 Kilo weniger jetzt, die merkt man sofort. Also du wirst die 80 Kilo weniger krasser merken als von 1100 auf 1020. Mhm. Das wird schon krank. Ich habe halt Respekt irgendwann bei den hohen Geschwindigkeiten mit einem leichten Auto halt sowas. Weil pass auf, ich sag dir jetzt eine Zahl, die ist noch kranker. Wir reden jetzt von 300 Kilogramm Differenz zur Oma. Stimmt. 300 Kilogramm hier rein, da kannst du den ganzen VR samt Getriebe und Turbolader hinten nochmal reinstellen und fährst dann los. Dann weißt du, wie viel schwerer Oma Golf, ne? Weil wir hatten da ja 30 Kilo Untergrundschutz runter, so hat er Unterfahrschutz. Deswegen, Oma hatte auf dem Event, wo wir die 317 gefahren sind, 1045 Kilo, also 1145. Und das war ja aber auch schon leer, mit nur einem Sitz. Ein Sitz, keine Rücksitzbank und so weiter. Mega. Geil. Okay, ja, der Tag hat sich gerettet. Ihr könnt euch darauf freuen. Antriebswellen und Prüfstand auf jeden Fall. Jetzt machen wir vielleicht zusammen irgendwie oder so. Ne? Oh ne, wir wollen uns bei Thorsten schon angucken, wie der so eine Antriebswelle baut. Achso, beim Hinfahren, cool. Ja, auf jeden Fall. Ich würde mir auf jeden Fall gerne mal angucken, wie der Antriebswelle baut. Dann einen Prüfstand und dann kommt dieses Jahr auf jeden Fall noch ein Event, ne? Wenn alles passt. Ja, ich träume ja von diesem 28. Was ist das? 28.8. Ne, 8. Ja, das nächste TTT. Halbe Meile. Aber wir halten euch auf dem Laufenden. Ja, danke fürs Zuschauen. Danke für den Support die ganzen letzten Jahre auch bei diesem Projekt. Und jetzt wird's noch ernster. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao.